Ah, ich nehme den Fox McCloud. Herr Stahl? Ich meine, warte, 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 warte. Ich bin gut, was? Ich bin Fox McCloud. Bitch. Der Fuchs oder was? Ja, aber, kennst du nicht Star Fox? Na, sag mal nichts. Warte mal. Ah, das war damals so ein Nintendo 64er Spiel. Also gab natürlich auch Nachfolger davon. War sehr bekannt. Star Fox hieß das. Und das hier ist Fox McCloud. Er heißt so. Den kannst du auch bei Super Smash Bros. Spielen, Alter. Warte mal. Was machst du jetzt, ne? Was machst du? Schreibst du gerade, dass jemand mit einer Fuchsmaske und einer Kermit-Maske... Na, warte. Was schreibst du jetzt? Ich hab grad keine X, die machen gerade was. Was machst denn du? Klär mich auf. So, heute hab ich's gehört. Ach, suchst du dir ein Lied raus? Nee. Ja, Mann. Obwohl Kermit schon richtig süß aussieht, ja, muss ich gestehen. Ich hab gehört, wenn ich frische Platz habe, dann ist der Froschenkel. Ich glaube, Frau Redfield war noch nicht geht's da, als Ihnen wir die Version hatten. Ja, oh. Richtig. Halten Sie sich für Kermit den Frosch? Also. Sollen wir da mal drüber reden? Sag mal eins. Quieken Sie einmal, wenn ja, quieken Sie zweimal, wenn nein. Frosch! Ich glaube, der Frosch will reden. Ja, ich bin nur gespannt, wie das Gespräch verläuft. Ja, soll ich Sie zu Ihrem Büro bringen? Nein, danke, aber das, Gespräch auf doch sehr, Straße, sehr problematisch. Sind, vielleicht gut. Sollten Sie oder da Frosch? Mal was machen. Ich habe da was für den Herrn. Wenn mir der Frosch können mal kurz seinen Ausweis zeigen könnte, dann hätte ich da was für ihn. Ich glaube, ich habe gerade seine Mutter beleidigt mit meinen Handbewegungen. Meinst du? Ich weiß nicht. Der Frosch möchte mir seinen Ausweis nicht geben. Ist das Ihre Sache? Das Geräusch ist aber süß. Wie macht er das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich über seinen Kehlkopf. Ist ein bisschen niedlich. Aber zumindest schnelle Luftbewegungen und so. Seit wann halten Sie sich denn für einen Frosch und einen Fuchs? Der sich jetzt auch noch anhört wie ein Fuchs, ne? Da fresse ich im Besen. Weil man sieht so ein Fuchs echt eklig an. Macht er dann bitte, ja? Wie hört sich ein Fuchs an? Wie macht ein Fuchs? Ein Fuchs ist eher machen so, Sie mal so, vor? So ein Krächzen. Nein. Eher so ein Krächzen. So ein Kakel, ne? Machen Sie mal vor, wie ein Fuchs klingt? Nein. Hallo? Nein. Guck mal, der Fuchs hat eine Brille. Seit wann halten Sie sich denn für einen Frosch? Können Sie denn sich klar ausdrücken? Außer dieses Dingszeug. Ich verstehe. Tatsächlich? Dann ist es schon mal weiter wie ich. Du brauchst jetzt keine mehr mitnehmen. Jetzt würde ich mir Gedanken machen. Ja, ich mache mir gerade sehr Gedanken. Schon mal war eben eine Zigarette. Hey, dann sind ja Ihre Kollegen. Vielleicht können Sie die ja mitnehmen. Mit Religion, ne? Wenn du zu Gott sprichst, bist du gläubig. Wenn er die antwortet, hast du einen in der Klatsche. Das ist richtig.
Solange sie nichts anstellen, lass du mal weiterziehen. Ja, natürlich. Oh shit. Lol. Na, na. Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit nur lachen müssen. ich will, dass die jetzt uns festnehmen und du quakst nur und ich wedel nur mit den Händen, Alter. Bescheuerte Idee, Alter. Oh mein Gott. Ich fahr langsam vor da innen und drück wieder den Frosch auf. Okay. Mikrofon muted. Dass du oft laut redest, ne? Mikrofon muted. Tankstelle. Doch, hier ist Platz. Schlimmer als der Frosch, der bei uns quakt, kann es nicht sein. Ja, ja. Ja, hau rein, der Big Mac, Mann. Gute Nacht wünsche ich dir. Ja, ich denke, dass ich morgen auf dem Server bin. Ja, ja. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber ich denke schon. Ich will die Aufmerksamkeit der Polizisten auch mitlenken, verdammt. Ich habe gerade eine SMS bekommen, wir müssen uns im Polizeihakuma mal melden. Es sind einige Fragen aufgekommen. Zieh mal die Maske aus. Ins Auto, ich ins Auto, ich tu die Chase-Maske, die Waffe.
muss man antworten. Ach. Oder läuft da jemand? Ich weiß. Oh. Oh. Steig ein, steig ein! Was war das denn für eine wilde Fahrt, mein Herr? Das ist ja auch ein komischer Boden hier, das ist ja unnormal. Guten Tag. Das ist der Boden, wenn man mit 300 Sachen angeschossen kommt. 300 Sachen? Da zeigen Sie mir mal, wie ich mit der Ortskarre mit 300 Sachen fahre, bitte. Gefühlte 300. Ja, steigen Sie ein, machen Sie sich Spitze oder kommen Sie niemals auf 200 hoch. Ich möchte warum? Da nicht die Verantwortung übernehmen. Ja, und gucken Sie sich mal dieses warum? Gras an, das ist total schwarz, das kann doch nicht gesund sein. Das ist ja auch Kies. Das ist doch kein Kies, das sieht doch nicht aus wie Kies. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist deshalb Ihr Kollege krank. Vielleicht ist der verseucht. Oh shit! Was wird das? Ja, wir wurden hierhin bestellt. Ha? Ja. Wegen Kermit, ich meine wegen Thaddäus. Wegen Thaddäus und Kermit? Nein, wegen Thaddäus und SpongeBob. Thaddäus. Kermit war ja gerade in der Stadt. Das können Sie mir jetzt mal erklären. Masken. Wir haben die Zeugenaussagen gemacht. Und wir wurden jetzt hier hinbestellt, weil es offenbar noch Fragen gab. Genau. Und jetzt stehen wir hier. Okay, ich kann das mal eben durchsagen. Das wäre schön. Ja, schaut mal nach dem quietschgelben Transporter. Und wem wurden Sie bestellt? Kennst du noch den Namen? Von den Officern? Ja. Keine Ahnung. Voidy, Void, Void. Ah ja, das ist ja. Herr Willis, da gut, sind Sie ja schon. Dann hat sie unser Brief ja doch recht zügig ereilt. Ja, meine SMS, nehme ich mal an. Das war ein Brief. Das war ein Brief. Ja, der ist, ja den der ist Brief, den was ist. Ach so, den hat man jetzt. Ja, ja, okay. E-Mail, ja. Ja. Entschuldigung, ich war da so ein bisschen. Ja, nee, ist okay, ist okay. Gut, ich hätte es ja mal nach oben geleitet, meine Kollegin hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Alles klar. Jo, natürlich. Wieder in Ihr Nichtbüro? Nee, wir gehen einfach mal geradeaus durch. Sind einfach mal der Kollegin hinterher. Möchten Sie gerne was trinken? Kaffee oder so? Gerne, ja. Sage ich nicht nein. Ja. Einmal Kaffee. Milchzucker oder so? Ja, beides. Sehr viel Zucker und sehr viel Milch, aber wenig Kaffee. Haben Sie vielleicht noch einen Kuchen übrig? Wir haben, glaube ich, soweit ich weiß, nur Donuts da. Aber ich kann Ihnen gerne Donuts. So einen nehme ich natürlich auch gerne. Ja, bitte. Vielen Dank. Wunderbar. Dann bringe ich das gleich mal rum. Guck mal, Frau Garcia, haben Sie auch irgendwie einen Kaffee oder so? Ja, einen Kaffee. Gut. Sehr viel Zucker. Warum, Jo Kollege, warum kannst du da durchgehen? Ich weiß, das ist eine Aura, die ich habe. Ich habe keine Ahnung. So, ja, gut. Was können haben wir denn geschafft? Für Sie tun? Ja, ich denke ja. Schon. Ich habe ja vorhin erfahren, dass Sie hier waren und ich habe jetzt mal diese Thaddäus-Maske untersuchen lassen. Mhm. Da fanden sich natürlich ein paar, ein bisschen Speichel drin, weil, glaube ich, ein Herr von Ihnen die auf hatte. Ja, er hat sie aufgehoben. Hier. Ich hab's ja gefunden. Okay, Sie, jetzt mal meine Frage. Sie setzen Sachen auf den Kopf, die Sie auf der Straße finden? Mein Rucksack war voll. Und die Maske war zu groß, dass ich sie irgendwie vernünftig tragen konnte in den Händen. Und jetzt habe ich sie einfach mal. Dankeschön, der Herr übrigens. Danke. Ah, vielen Dank. Herr. Also für Sie mit extra viel Milch und Zucker und für Sie mit extra viel Zucker und für Sie auch. Okay, dann würde ich Ihnen doch vorschlagen, dass Sie diese Maske aufhatten, dass Sie sich mal, zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen, weil natürlich diese Person auch eventuelle Krankheiten mit sich führen hätte können. Das habe ich nicht. Jetzt wird mir alles klar, Mann. Das habe ich. Bin ich der Auslöser für die ganze Krankheit hier? Jetzt wird mir alles klar. Welche Krankheit denn? Ihr Kollege hustet doch schon die ganze Zeit. Nee, das war einfach nur mein sehr krass. Ja. Knurrender Magen. Nein, das war ein definitiv. Das Problem ist aber auch hier löst. Ich huste schon seit. Okay, Herr Kollege, könnten Sie bitte eben einmal hinter die Tür gehen? Dankeschön. Hier geht eine Seuche vor sich. Ich sehe das schon. Gut. Wie gesagt.